Ein wunderschöne Grüße aus Thailand, meine Abonnenten und meine Thai-Fans. Ja, ich weiß, die Hälfte leben in Thailand. Ja, heute habe ich ja was bekommen von Lazada und gestern auch. Ja, damit ich das ein bisschen erleichter habe zum Arbeiten, oder meine Frau auch. Ich will euch mal zeigen. Ja, von Nikita. Ja, das ist eine Frage, ist das wirklich Nikita? War nicht billig, das ist ein Gartencenter in Thailand, bestellt über Lazada. Ja, das ist für die Hecke. Kann man sehen schon, die Hecke ist geschnitten. Ach, ich glaube, das ist ein bisschen zu klein für die Arbeit. Für die ganze Hecke. Nein, Jungs, ich bin ja nicht so dumm. Ich habe mir dann wieder eine große bestellt für Nikita mit Batterie. Ja, habe ich ja gestern getestet. Ah, wir haben ja gearbeitet jetzt 3 Tage hart. Die ganzen Pflanzen rein. Das sind so für 9.000 gewesen. Wenn man das zusammenrechnet. Ich will euch erst mal ein bisschen jetzt den Garten rumführen. Dass ihr das... Ja, hier sind auch noch mal 4 Pflanzen. Da kommt noch ein Pavillon hin. Wie die aussehen. Die werden 2,50, 2,50 der Pavillon. Meine Rosen. Die habe ich so eingepflanzt. Das ist eine Rose mit 2 Farben. Sieht man ja die Knospen und die. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja. Ach, da ist ja die Palme. Ja. Und so sieht die Hecke nachher aus. Die muss nachher schön hoch sein. Denn da Jasmin dahinter, da ist noch eine Palme schön, da ist noch eine, hier hat meine Frau auch noch Jasmin hingepflanzt, das wird nachher so abgestuft, die Reihe auch noch mal Jasmin mit 2 Mangobäume, ja, und dann habe ich aber Weintrauben noch dazu geholt, so. Aber da gehen wieder die Käfer dabei, aber jetzt nicht mehr. Ich habe die gespritzt jetzt. Wie man sieht, sind das jetzt 4, 5, 6, 7 Stück. Mangostriem. Ja, der kleine ist ja kaputt gegangen, muss ich wieder eine zukaufen, eine größere Mangostriem. Ja, Rasen wird auch gemäht noch. Das sind alle verschiedene Sorten von Mangos, was es gibt. Es gibt viele in Thailand. Das ist eine rot-gelbe und dann ist es eine rötliche. Und da habe ich noch auch 3 Jackfruit gekauft. 2 normale Jackfruit. Aber dann habe ich mal eine rote Jackfruit gekauft. Aber da habe ich keinen großen gekriegt, da habe ich einen kleineren gekriegt. Und der wird rot, die Frucht. Und dann sind das einmal, die ist eine sehr mittlere Süße. Und die dahinterste, das ist eine sehr süße. Nur ich muss nachher die Frucht abstützen. Da kommt schon eine Frucht, wie man sieht. Die müssen ja abstützen, sonst fahren sie runter. Die dauern 1,5 Jahre, bis sie kommen. Ja, und hier habe ich auch wieder 2 Palmen eingepflanzt. Und dann habe ich auch noch da so Bottiche gekauft. Das sieht ein bisschen hübscher dann auch so vorne. Ja, eine Zeit kommt dann auch Beton hier vorne. Dann hat man einen schönen Schattenplatz und eine schöne Veranda. Und da kommt noch eine dritte in der Mitte hin, wie ich mal es gesagt habe. Ja, dann können die Sportgeräte ja hier draußen stehen. Da habe ich ja mehr Platz in meinem Carport. Ja, dann habe ich auch ein bisschen wieder auch was umgepflanzt so. Und da bin Hecke. 2 Jasmin. Orlando. Einmal. Ja, auch Grasschneider von Mikita.
sehen alle gleich aus, so kannst Honda kaufen oder dann billige. Ja, nur die erste, die ist gut, die kommt, die zweite muss ich abwarten. Ja, ich habe die ja ausgegraben und wieder woanders eingegraben. Ja, das war ein kleiner Rundgang in meinem Garten, das wird gestaltet. Jetzt habe ich noch die Steine wegzubringen. Ja, ein bisschen Erde reinkarren. Kraschneiden geht es wieder los. Das habt ihr da unten gesehen. Ja, und dann muss ich wieder Beton anmachen. Ja, und dann kommen die Lampen rein. Die Solarlampen. Ist viel Arbeit noch drin. Ja, nächstes Mal bringe ich was wieder über Frauen, über Thailand. Viele kennen das, aber viele kennen das nicht, die Tricks und so. Ich will ja nicht schlecht machen, die Asiaten. Es gibt solche, es gibt solche. Es gibt auch andere, die sind gut. Und es gibt auch schlechte, das ist überall, auch in Deutschland. Ja, wenn einer gerne trinkt Kaffee, soll ein Kaffeeautomat aus Deutschland bringen. Hier fangen sie ab 30.000 Thai Baht an. So eine, was in 800 Euro in Deutschland oder Europa kostet, kostet ja schon über 100.000. Dann ist man überlegen, wenn man mit dem Flieger fliegt, dann sowas mitzunehmen. Ja, das war erstmal mein Tipps. Und dann sehen wir uns ja wieder später. Euer Sigi aus Thailand. Ciao.